Leute. Für diese Frisur topiere ich mir erstmal meine Haare an. Und wie ihr seht, habe ich Locken, aber das müsst ihr nicht unbedingt haben. Ihr könnt das Ganze auch mit glatten Haaren machen. Dann braucht ihr einen Seitenscheitel. Und auf der Seite, auf der ihr den Scheitel habt, fangt ihr dann an, einen Dutch Braid zu flechten. Einmal rund um den Kopf. Und das kann am Anfang etwas schwierig sein, aber dafür braucht man einfach nur ein bisschen Übung. Bis ihr dann auf der anderen Seite angekommen seid und dann einfach nur noch normal den Zopf runterflechtet. Und ihn mit einem dünnen Haarband befestigt. Den Pony vorne könnt ihr schon so ein bisschen richten, wie er später aussehen soll. Das Ganze sollte jetzt ungefähr so aussehen und dann nehmt ihr den geflochtenen Zopf und steckt den dann so rund zusammen, dass es aussieht wie so eine kleine Blume. Und macht das Ganze mit Bobbypins fest. Dann könnt ihr noch so Haarnadeln benutzen, so wie Caroline das auch hatte. Und sie hatte oben eine Haarnadel, etwas weiter hinten und in der Mitte eine reingesteckt. Vorne die Haare habe ich mir jetzt noch ein bisschen nach hinten gesteckt, weil die mir sonst zu lose waren. Und das Ganze fixiert ihr jetzt noch ein bisschen mit Haarspray. Und ihr seid fertig. Tschüss!